Danke vielmals für diese freundliche Einladung. Es war natürlich großartig, hier etwas erzählen zu dürfen. Aber es ist auch sehr schwierig, nach diesen hochinteressanten Vorträgen vorher, da jetzt noch etwas beitragen zu können. Ich habe mir überlegt, was man da machen kann. Also Farbe der Forschung und Beziehungen. Und das ist ja, könnte man sagen, ein Inbegriff von Farbenpracht und Beziehungen. Wenn man sich da vorstellt, was da alles für Beziehungen sind, die Biodiversität, was da alles laufen muss. Und das ist also ganz großartig. Und man ist auch so, dass viele sind davon begeistert und man hat auch, um lokal noch etwas zu sagen und etwas Philosophisches muss ich auch dazu sagen, da hat man einmal einen großen Mystiker, der da in der Nähe gewohnt hat, dem Jakob Böhme, gefragt, wie man sich eigentlich das Paradies vorstellen soll. Und der hat dann gesagt, offenbar, das ist wie ein Kindlein, das in eine Blumenwiese geht. So ungefähr. Und jetzt, das ist das eine Art und die andere ist die der Wissenschaftler. Die haben sich ja diesen Weg ziemlich mit allen diesen Theorien, von denen wir haben gehört, verstellt. Da ist da Survival of the Fittest und Kompetition und so weiter, also Kampf. Also das verschüttet dieses Bild ein klein wenig. Allerdings ist es einfach eine Seite, die auch ist, aber die ist etwas einseitig. Nun, ich werde auch über diese Wiese jetzt dann nachher etwas sagen und vielleicht ist es noch etwas abwegiger, dass man beginnt, eine Wiese im Untergrund zu untersuchen. Wenn die so schön da oben ist, im Untergrund zu schauen, wie kommt diese Biodiversität zustande? Also das ist ein schwieriges Problem, da haben sich viele Wissenschaftler die Köpfe zerbrochen. Wie ist es möglich, dass eine solche Biodiversität stabil bleiben kann? Da hängt ja irgendeine Konkurrenz und Arms Race und wie sie die alle die kriegerischen Ausdrücke brauchen. Und am Schluss muss doch einfach einer gewinnen. Aber offensichtlich ist das meistens nicht so. Jetzt muss ich da schauen, dass das geht. Da. Also. Jetzt, ich spreche also von Sachen, die da im Boden laufen, die Mykorrhizen. Und da gibt es, die meisten kennen die Mykorrhizen in dieser Form, in den Wäldern, und zwar eigentlich nur das ist aber nur ein ganz kleiner Teil der Mykorrhizen, da die Pilze. Und die Bäume bei uns, viele Waldbäume, die bestandbildenden Waldbäume, auch nur in Wäldern, die solche Bäume haben, also in den Tropen ist das weniger, kommen diese Mykorrhizen weniger vor. Die haben also diese sogenannten Ektomykorrhizen. Die Ektomykorrhizen, das ist hier ein Querschnitt, die hüllen die Wurzel ein Wurzelquerschnitt, das ist hier, ich sage manchmal EM einfach, sie wie ein Mantel, die Bäume berühren den Boden eigentlich gar nicht, sie haben wie Handschuhe, sind aber über diese Handschuhe intensiv mit dem Boden verbunden und haben ein Riesennetzwerk, die Pilze, die da ausstrahlen und die Nährstoffe sammeln, den Pilzen, den Bäumen hinbringen und dort gegen Photosyntheseprodukte austauschen. Das wäre also die eine Art von Mykorrhize, die bei uns häufig ist. Und dann die andere, das ist eigentlich die praktisch überall bei allen Pflanzen sonst vorkommt. 80% der Pflanzenarten haben diese Mykorrhize. Das ist die arbuskuläre Mykorrhize. Ich werde von diesem Arbuskel dann gerade noch mehr erzählen. Und da wächst der Pilz in die Zellen hinein. Zuerst intrazellulär und dann in die lebenden Zellen hinein. Man spricht hier auch von Endomykorrhiza und hier von Ektomykorrhiza, weil hier die Pilze nur rings um die Zellen, die lebenden Zellen herum wachsen. Diese Symbiose, die arbuskuläre Mykorrhiza, die ist uralt. Man nimmt an, dass die Pflanzen ohne diese Symbiose gar nie hätten ans Land kommen können. Man findet sie nämlich in Fossilen, von den ersten Landpflanzen auch, Lebermoosen, Farnen, besteht diese Symbiose.
Hier unten sind noch einige andere, die werde ich heute nicht erwähnen. Eine Mykorrhiza, eine Orchideen-Mykorrhiza, Erika-Mykorrhiza, das sind noch einige Spezialfälle. Nun, also noch kurz zur Ektomykorrhiza mit diesen schönen Pilzen, die wir ja auch genießen, deshalb kennen die meisten. Das sind die spektakulären, die anderen, die artikulären Mykorrhiza, die sind überhaupt nicht spektakulär. Die sind nicht spektakulär, die kann man nur mit dem Mikroskop sehen, deshalb kennen die meisten Leute, kennen die gar nicht und wissen auch nicht, wie man die eben untersuchen kann. Nun, diese Ektomykorrhizen, die sind also mit den Wurzeln verbunden und haben ein riesen Myzel, das, was da oben herauskommt, das ist nur der kleinste Teil dieser Pilze, die Fruchtkörper, und dieses Myzel, das macht ungefähr pro Quadratmeter Waldboden sind das viele, viele Kilometer Myzel pro ein Quadratmeter. Das sind diese Pilze hier, da die berühmten Speisepilze, also da der Eierschwamm, Totentrompete, Reizger und Knollenblätterich, den isst man allerdings nur einmal im Leben. Nun, hier kann man, ist das so, da hat man die wachsen gelassen, so dass man das etwas besser sehen kann. Also da das Würzelchen dieser Föhre kann man kaum sehen. Alles, was da weiß ist, ist Pilz. In diesem Fall ist es ein Steinpilz. Und wenn das, hier ist es vergrößert. Sie sehen, das ist die Wurzel. Die hat da kleine Seitenwurzeln und das alles ist Pilzmyzel. Der ganze Waldboden ist mit diesem Pilzmyzel durchwachsen und dieses Myzel, das verbindet auch die Bäume miteinander. Sie sehen hier, das geht da zusammen. Also das ist ein zusammenhängendes Pilzmyzel. Man spricht vom Wood Wide Web, WWW. Und man hat jetzt heute immer mehr Hinweise und einigen auch schon stark gefunden, dass da Nährstoffe ausgetauscht werden können zwischen den Pflanzen, aber auch Botschaften, also Informationen. Es gibt da Kommunikation zwischen verschiedenen Pflanzen. Das ist allerdings jetzt bei den anderen Mykorrhizen, die gerade kommen, die arbuskulären, da wird also zum Beispiel kann diese Pflanze, wenn eine Raupe da frisst, kann sie das der anderen über das Myzel melden, sie solle sich in Acht nehmen und Abwehrreaktionen einleiten. Oder ein Pilz, auch Pilz, bei Pilzen, die eine Pflanze befallen, pathogene Pilze, da kann eine Pflanze das der anderen melden und die kann sich wehren. Nun, hier kommt diese zweite Art von Mykorrhiza, die arbuskuläre Mykorrhiza. Die ist eigentlich ähnlich, sie geht nicht so weit weg von den Wurzeln, aber auch 10, 20, 30 Zentimeter. Der Boden ist auch durchwachsen, ein fruchtbarer, guter Wiesenboden, hat pro Kubikzentimeter über 100 Meter solche Pilzhyphen. Und das da sind die Wurzeln und das wäre jetzt diese Region vergrößert. Sie sehen hier dieses Pilznetz. Auch hier die Pilze sammeln oder hier auch, kann man es gut sehen, der Größenvergleich, eine Wurzel und die Hyphen. Die Hyphen, die da ausstrahlen, die sind so fein, das Netz, dass praktisch keine Nährstoffe verloren gehen können. Wenn ein Boden so durchwachsen ist, dann hat es überall, wo etwas freigestellt wird, wird sofort, kann das Pilzhyphennetz die Nährstoffe aufnehmen, der Pflanze überbringen und die Pflanze füttert den Pilz mit Photosyntheseprodukten. Die arbuskulären Mykorrhiza-Pilze sind eben nicht spektakulär. Man sieht dann
Sie machen aber Sporen im Boden, die sind aber sehr klein, man kann sie mit dem Mikroskop, kann man sie nur sehen. Das wäre so aus einer Wiese eine Sammlung von arbuskulären Mykorrhizasporen. Sie sehen, sie sind verschieden groß, verschiedene Farben. Das gibt die Taxonomie, die Morphologie dieser Sporen. Das ist natürlich sehr, sehr mühsam und es gibt da nur wenige Experten. Also da so eine große Spore, die ist knapp an der Auflösungsgröße des Auges. Man kann sie noch knapp sehen, aber die meisten kann man nur im Mikroskop betrachten. Die arbuskulären Mykorrhizapilze, die haben also dieses Myzel, das sie ausstrahlen. Ich muss sie wieder schauen. Es geht wieder irgendwie nicht. Doch. In den Boden, das geht etwa 10, 20 Zentimeter, vielleicht bei einigen noch weiter. Die Ektomykorrhizen, die können mit ihren Hyphenbündeln meterweit ausstrahlen. Und dann wird Wasser, teilweise auch in trockenen Böden, also Poren und vor allem eben Nährstoffe. Am wichtigsten ist das Phosphat, das sehr unbeweglich ist im Boden. Und auch Stickstoff, die werden dann hier in die Wurzel geleitet und in einem ganz besonderen Austauschorgan, intrazellulär in der Wurzelrinde der Pflanze abgegeben, im Austausch gegen Photosyntheseprodukte. Das ist eine ganz komplizierte und hochspannende Kommunikation, die da stattfindet. Sie sehen hier eine Spore. Wenn die eine Pflanze schmeckt, und zwar gibt es da bestimmte Stoffe, mit denen die Pflanze eben mitteilen kann, sie sei da, und dann beginnt die Spore zu keimen. Und da gibt es nochmals viele Kommunikationen, es sind immer Botenstoffe, die ausgetauscht werden. Der Pilz, der muss auch eine Visitenkarte anbieten. Und wenn das nicht die richtige ist, dann wird der Pilz abgewehrt. Und wenn er die richtige Visitenkarte hat, das sind kleine Moleküle, Lipochyto-Oligosaccharide heißen die, oder Mykfaktoren, sagt man auch, dann wird der Pilz aufgenommen. Und er darf einwachsen. Und dann kommt es zu dieser Bildung dieses Austauschorgans des Arbuskels. Sie sehen hier den Pilz, das Blaue, dringt in diese Zelle ein. Die Zelle stülpt die Plasmamembran ein, die Pflanzenzelle, und der Pilz kann da hineinwachsen und macht diese Bäumchen. Die sehen aus wie Bäumchen, Arbuscula heißt eben Bäumchen auf Lateinisch. Da sind nun pilzliche und pflanzliche Membranen ganz benachbart, eine Riesenfläche, die sie gemeinsam haben, und dort ist der Austausch der Nährstoffe. Zurück zur Wiese. Wie ist es jetzt eigentlich bei einer solchen Wiese? Da war ein großes Forschungsprojekt ausgeschrieben vom Nationalprogramm Biodiversität. Und wir haben dann eingegeben, wie ist die Biodiversität einer artenreichen Wiese von diesen Mykorrhizen abhängig? Das wurde angenommen und ein Doktorand hat da begonnen zu arbeiten. Und der war dann, das war unglaublich gut, hat er Arbeit geleistet und sehr interessante Daten gefunden. Er konnte dann, seine Arbeit konnte dann publiziert werden im Nature. Und es hat sogar den Titelseite gegeben, Subterranean Biodiversity. Also der Titel der Arbeit hieß Mycorrhizal Fungal Diversity, Determines Plant Biodiversity, Ecosystem Variability and Productivity. Das war Marcel van der Heijden. Nun, was hat er gemacht? Wie war diese Arbeit? Das Schema. Aus dieser artenreichen Wiese im Jura mit etwa 50 bis 100 verschiedenen Pflanzen pro Quadratmeter hat er die Pilze isoliert, Einzelsporen von diesen arbuskulären Mykorrhizapilze auf Sämlinge
eine Spore pro Sämling aufgetragen und dann mit Wirtspflanzen, da kann man irgendeine nehmen, die sich bewährt hat, aber diese Pilze sind merkwürdigerweise praktisch sehr unspezifisch, man kann sie praktisch auf allen Pflanzen vermehren. Da hat er also verschiedene Stämme gehabt, alle von dieser Wiese. Und nun hat er geschaut, wie diese Pilze, wenn man die zu Pflanzen aus dieser Wiese dazugibt, wie beeinflussen sie diese Pflanzen. Und er hat dann als nächstes hat er auch zwei Pflanzen zusammen beimpft oder drei und schließlich ein ganzes kleines Ökosystem angesetzt mit 11 Pflanzen, alle aus dieser Wiese, wo auch die Pilze herkamen. Und das war sehr spektakulär. Also man hat gesehen, dass viele dieser Wiesenpflanzen ganz abhängig sind von Mykorrhizen auf diesem Substrat. Das ist die Kontrolle ohne Mykorrhizen. Und hier verschiedene Stämme von Mykorrhizen, das wäre Hieracium pilosella, das habe ich jetzt gerade. Und dann noch spektakulär war, wenn man die zwei Pflanzen zusammen untersucht hat, dass da war eine Kombination eines Grases, Brachypodium, die Fiederzwänke, und Brunella, das ist auch eine Wiesenpflanze. Und Sie sehen, ohne Mykorrhiza, da ist praktisch sehr wenig gewachsen. Wenn man den Mykorrhiza-Pilz zwei gegeben hat, dann ist plötzlich diese Fiederzwänke sehr gut gewachsen. Brunella auch, aber nicht so stark. Und beim anderen Pilz ist Brunella gewachsen und das Gras viel weniger. Das heißt, die Pilze sind da unterirdische Drahtzieher, die bewirken da, dass die Pflanzen ganz unterschiedlich wachsen. Und schließlich im Experiment mit den Ökosystemen, hier nur zwei Beispiele, hat da viele Kontrollen und Parallelen gemacht. Ohne Mykorrhiz, non-mycorrhizal, da ist vor allem das Hauptgras dieser Wiese gewachsen. Das war eine Trespe, Bromus erectus. Und die Kräuter, sie wurden alle gleich mit Sämlingen besetzt, sind nicht recht gewachsen, sie sind nicht gestorben, aber sie sind nicht gewachsen. Und dann mit Pilzen, hier das Beispiel mit der Mischung aller dieser Mykorrhiza-Pilzen, da ist plötzlich sind auch die Kräuter gewachsen. Also die Biodiversität hing von den Pilzen ab. Und es war sehr schön, dass in diesem Heft des Natures hat einer eine sehr schöne Zusammenfassung geschrieben, David Reed, und von diesem Experiment. Und da sieht man eben, wie das herauskommt. Below ground mit zunehmender Diversität dieser Mykorrhiza-Pilze im Boden nimmt auch die Diversität der Pflanzen, die da wachsen, zu und auch die Produktivität war höher. Das gleiche Experiment hat man auch im Feld noch gemacht, in Kanada. Das ist ähnlich oder gleich herausgekommen. Nun war die Frage, wie geht das zu, dass da diese Pilze so großen Einfluss haben? Und da haben wir gesagt, ja, man kann sich vorstellen, dass es Pflanzen gibt, da ist Geben und Nehmen schön ausgeglichen. Das wäre das Mykorrhiza-Netz, das ist gemeinsam, das ist eine Art Gemeingut, eben weil diese Pilze nicht spezifisch sind oder nur wenig. Es gibt schon einige Pflanzen, die vergesellschaften sich etwas mehr mit einigen Stämmen als anderen. Aber immerhin, sie sind unspezifisch und man muss und man weiß, dass sie die Pflanzen verbinden. Dann gibt es Pflanzen, die nehmen viel und geben wenig, oder geben viel und nehmen wenig, oder geben nur oder nehmen nur. Oder diese Pflanzen, die kennt man auch schon lang, da gibt es auch ganz schlimme Ackerunkräuter, Striga wäre so eines, die nehmen nur und nicht nur die Mineralstoffe, sondern auch die Photosyntheseprodukte. Und diese Pflanzen, die kommen vor in Wäldern, wo eben kein Licht ist,
Hier zwei Beispiele, das war auch eine Arbeit, die dann sogar im Nature erschienen ist, die wir da gemacht haben, mit anderen zusammen. Und das ist in Regenwäldern. Dort hat es eben arbuskuläre Mykorrhiza-Pilze. Bei Ektomykorrhiza-Pilzen ist das schon länger bekannt. Bei uns ist der Vogelnestwurz eine solche Pflanze. Und da wären also solche Pflanzen, die ernähren sich vom Mykorrhiza-Netz der Bäume. Nun ist der Zusammenhang kompliziert, wenn man sich das überlegt. Pflanzen sind spezialisiert, auch im Boden. Es gibt einige, die können sehr weit unten Wasser holen, andere sind da ganz gut im Nährstoffe sammeln oben und vielleicht auch Wasser und so weiter. Andere können Stickstoff fixieren. Und nun haben die gemeinsam solche Mykorrhiza-Netze. Wie gesagt, mit etwas Vorlieben. Einige Pflanzen haben dann einige Mykorrhizen besonders. Es gibt da offenbar so Gilden, Gruppen von Pflanzen, die dann voneinander mehr abhängen als andere. Und nun müsste man sagen, wie funktioniert das? Diese Pilze, die müssen ständig ernährt werden von den Pflanzen, die sind ja vollständig abhängig von Photosynthese. Von Photosynthese-Produkten. Man kann sie auch nicht, bis jetzt, heute nicht ziehen. Man hat natürlich wahnsinnig viel versucht, um die künstlich zu ziehen. Das kann man nicht. Sie können nur auf Pflanzen gezüchtet werden. Und also die müssen immer unterhalten werden. Andererseits werden sie genutzt. Es ist eine Art Gemeingut. Und Sie wissen alle diese Theorien, die verstellen eigentlich auch dann oft. Und man muss sagen, es gibt da die Tragedy of the Commons, oder? Die Betrüger, und man sagt, die nehmen überhand, die Betrüger stellen das, dann kracht das alles zusammen. Aber hier ist es jetzt so, dass dieses Netzwerk oder diese Symbiose, dieses Gemeingut 450 Millionen Jahre bestehen blieb. Also da muss irgendetwas sein, die haben einen Trick, dass die ihr Gemeingut seit Bestehen der Pflanzen auf dem Land eben nutzen können. Obwohl es Betrüger gibt, das haben wir gesehen. Also Betrüger, das ist jetzt unsere Sicht. Nun, wir wollten jetzt genau sehen, wie das auch geht, wenn jetzt zwei Pflanzen zusammen sind. Wie wird gefüttert? Wie viel bekommen die Pilze von der zwei Pflanzen, wenn es zwei sind? Und wie wird genutzt? Also diese Theorie einmal auch praktisch nachweisen. Und das haben wir in einem etwas komplizierten Kammersystem gemacht. Da hat es Netze, die können nur von Hyphen, von den Pilzhyphen durchwachsen werden, nicht von den Wurzeln. Die Pflanze war Flachs und Hirse, Sorghum. Sie sehen, das kann man leicht machen, solche Netze. Die Hyphen, die sind sehr fein und die Wurzeln relativ dick. Da kann man also leicht solche Netze konstruieren, solche Kammern. Da hat man also eine Kammer, da hat es Hyphen und Wurzeln, da hat es nur Hyphen der Pilze und da konnte man Nährstoffe anbieten, die markiert sind. Also eben Phosphor ist ein ganz wichtiger Nährstoff, der von den Pilzen vermittelt wird und Stickstoff. Das sind Isotope von diesen beiden Nährstoffen. Und der Trick mit diesem Experiment war noch folgendes: Die Pflanzen haben unterschiedlichen Kohlenstoffqualitäten in ihrer Biomasse. Das eine ist eine C4-Pflanze, dort wird das CO2 von einem bestimmten Enzym eingefangen. Das erste Enzym, das CO2 bindet, das ist anders als bei einer C3-Pflanze, das wäre der Flachs. Und dann ist das die C-Isotope, haben die unterschiedliche Präferenzen für diese Isotope und dann ist der Kohlenstoff anders von diesen beiden Pflanzen am Schluss. Und weil der Pilz nur von dieser Pflanze den Kohlenstoff bekommen kann, kann man bestimmen, wie viel stammt von der einen oder von der anderen Pflanze. Und das war ganz erstaunlich, was dann da herausgekommen ist. Da hat man nämlich gefunden, dass der Flachs
der bekommt praktisch alles, was die Pilze produzieren. Also 80 bis 90% vom P, Phosphor und Stickstoff in diesen markierten. Also der Pilz hat den Flachs beliefert, und wenn man untersucht hat, wer hat den Flachs gefüttert, den Pilz gefüttert, wer hat das Hyphennetz aufgebaut, den Betriebsstoff und so weiter, die Baustoffe für das Hyphennetz gebildet, da kam heraus, das war die Hirse. Die Hirse hat 70% des Kohlenstoffs im Hyphennetz gebildet und hat nur sehr wenig bezogen. Und es kam dann auch so heraus, dass der Flachs ist neben einer Hirse etwa doppelt so gut gewachsen als neben einem anderen Flachs. Also das ist jetzt mal ein Beispiel nicht von Konkurrenz, sondern von, man nennt das ja Begünstigung, Facilitation nennen sie es im Englischen. Und das Lustige ist auch, der Hirse hat das praktisch nichts ausgemacht. Offenbar ist die spendabel, die kann das ohne weiteres verkraften, da dem Flachs eben das Hyphennetz aufzubauen. Das wäre noch ein anderer Pilz, der auch untersucht wurde. Der hat das gerechter verteilt. Da haben beide Pflanzen ungefähr gleich viel bekommen, 50% und 50% von diesen beiden Nährstoffen. Hingegen wurde das Hyphennetz ist auch von der Hirse aufgebaut worden. Nun komme ich zum Schluss noch schnell Landwirtschaft. Landwirtschaft sind die Pilze natürlich auch ganz, ganz wichtig. Die machen die Krümelstruktur. Das ist ein altes Paper da von der American Society of Agriculture. Die Krümelstruktur ist da ganz wichtig und eben auch die Mykohyphosphäre. Sie sehen, die Photosyntheseprodukte, die können über diese Hyphen in den Boden hinein transportiert werden auf direktem Wege, und die verschiedenen Mikroorganismen, die ganz wichtig sind für die Bodenfruchtbarkeit, füttern, also solche, die Phosphor lösen können oder anderes. Und das wäre eine Wurzel, die nicht solche Hyphen hat, da ist einfach nichts hier. Auch die Nährstoffe können da alle aufgesammelt werden, und es gibt, die Kreisläufe sind geschlossen. Nun noch zum Schluss. Die heutige Landwirtschaft, die ist teilweise für solche Systeme natürlich eine Katastrophe. Da auf einer kürzlichen Reise waren wir in Spanien, da sieht es so aus im Herbst. Und das war der Fluss daneben, das Córdoba, Guadalquivir, das war eigentlich nur eine Schlammlawine, die sich da ins Meer bewegte. Das ist so die Landwirtschaftspolitik, und das ist ein Bild da. Und Indien, das ist Gangesebene, viele Regionen sehen so aus, das ist ein Land, das hat vor kurzem 3 Ernten gegeben, und jetzt in vielen Orten kann man überhaupt nichts mehr erreichen mit dieser Art Landwirtschaft, die dort betrieben wurde. Nun, in einigen Gebieten hätten die abgelegen, die nicht von den Agronomen verseucht wurden, die haben dann noch so Mischkulturen. Das ist jetzt da noch etwas schüchtern, aber Sie sehen, hier ist Kichererbse und Gerste. Und wenn man noch etwas abgelegener geht, da hat es auch eine ganz tolle Landschaft, und man sieht da die Ernte. Das ist ein Feld, ist Lein. Ich habe das Bild gebracht, weil das ist eben Lein und Kichererbse. Wild durcheinander gesät, da wird geerntet, und so wird das nach Hause gebracht. Also das ist eben keine mechanisierte Landwirtschaft. Und Mischkulturen kann man sich vorstellen, wenn man die günstig wählt, da kann man Pflanzen finden, die sich gegenseitig unterstützen. Gut, jetzt habe ich etwas überzogen. Vielen Dank.